Artikelnummer SCP-870. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-870 ist in einer geschlossenen Kammer mit einer Fläche von 8x8 Metern unterzubringen. Bewegungsmelder sind im Eindämmungsbereich zu platzieren und die Bewegungen von SCP-870 sind zu allen Zeiten zu überwachen. Ein bewegungsaktivierter Geschützturm ist direkt außerhalb des Eindämmungsbereichs zu positionieren, um eine Flucht SCP-870 zu verhindern. Ein D-Klasse-Mitarbeiter mit diagnostizierter Schizophrenie muss SCP-870 jederzeit mit Hilfe installierter Kameras überwachen. SCP-870 ist alle 48 Stunden mit einem Rinderkadaver zu versorgen. Beschreibung: Bei SCP-870 handelt es sich um eine Tierart unbestimmter Größe und Erscheinungsform, die aus unbekannten Gründen nur von Personen mit Schizophrenie wahrgenommen werden kann. Dies führt häufig dazu, dass Sichtungen von 870-Exemplaren als Halluzinationen abgetan werden. Es hat sich gezeigt, dass Vertreter von SCP-870 Allesfresser sind und scheinbar in der Lage sind, fast alle Arten pflanzlicher oder tierischer Nahrung zu verzehren. Die Nahrungsaufnahme findet typischerweise in abgelegenen Gebieten statt. Es sei anzumerken, dass zwei Personen mit der Fähigkeit SCP-870 wahrzunehmen ein völlig unterschiedliches Aussehen beschreiben werden, selbst wenn dasselbe 870-Exemplar betrachtet wird. Die Beschreibungen von SCP-870 beinhalten unter anderem ein Alligator mit Spinnenbeinen und drei Augen, ein Mann, der aus Rauch besteht, eine riesige Ameise mit einem menschlichen Gesicht, ein buckliges Kind mit dem Kopf eines Papageis, eine Spinne mit, Zitat, zu vielen Beinen, ein riesiger Tausendfüßler mit menschlichen Armen anstelle von Beinen. Exemplare von SCP-870 verhalten sich sehr räuberisch und verfolgen ihre Beute typischerweise Monate und manchmal sogar Jahre lang, ohne sie zu fressen. Es ist unbekannt, wie sie dies schaffen, ohne an Unterernährung zu verenden. Schließlich, zu einem scheinbar zufälligen Zeitpunkt, wenn ihre Beute allein ist oder sich in einer abgelegenen Gegend befindet, wird SCP-870 die Beute töten und fressen. Siehe Befragung 870-1. Die Reproduktionsmethode der SCP-870-Exemplare ist derzeit unbekannt, aber im Tagebuch des schizophrenen Forschers spekulierte dieser, dass sie eigentlich keine Nahrung benötigen, um zu überleben, sondern den Leichnam ihres Opfers über einen längeren Zeitraum hinweg in ihre Jungen umwandeln. Diese Theorie konnte noch nicht verifiziert werden und es wird nach Wegen geforscht, sie zu testen. Das Exemplar von SCP-870, das sich derzeit in Verwahrung befindet, versucht häufig auszubrechen und zeigt eine feindliche Haltung allen Mitarbeitern gegenüber. Klopfgeräusche sind aus der Verwahrung von SCP-870 zu jeder Tageszeit zu hören. Es wird derzeit daran gearbeitet, einen Weg zu finden, SCP-870 wahrzunehmen, ohne an Schizophrenie zu leiden. Dies kann aber noch eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. Es wird derzeit angenommen, dass es Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von SCP-870 auf der Welt geben könnte. Sie stellen eine eindeutige Gefahr für die Öffentlichkeit dar und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Spezies zu vernichten oder einzudämmen. Befragung. Befragt, Herr. Befragung durch Dr. Vorwort. Am 2000 berichtete Herr der Polizei, dass er in seinem Haus in ein Monster getötet habe. Herr wurde später als schizophren diagnostiziert und die Foundation, die eine Beteiligung von SCP-870 vermutete, setzte ihn zur Befragung fest. Hallo, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Ich bin nur hier, um ein paar Details Ihrer Aussage bei der Polizei zu überprüfen. Sicher, schätze ich. Schießen Sie los. Wie sah dieses Monster aus? Können Sie es beschreiben? Nennen Sie mich einen Lügner? Es ist wahr! Ich schwöre es! Es war da! Bitte beantworten Sie die Frage. Entschuldigung, ich bin nur irgendwie gestresst. Nun, es sah irgendwie wie eine Spinne aus, aber mit viel zu vielen Beinen. Es lief einfach auf mich zu und kreischte und ich schoss auf es. War dies das erste Mal, dass Sie das Monster gesehen haben? Es tut mir leid. Beantworten Sie bitte die Frage. Ich hatte Sie schon überall gesehen. Ich war Ihnen gefolgt, um zu sehen, was Sie taten. Ich musste wissen, dass Sie echt sind, wissen Sie? Verständlich. Haben Sie etwas Wichtiges gesehen?
Einer der Bastarde hat diesen Kerl verfolgt. Ich habe gesehen, wie es vor seinem Haus stand und ihn beobachtet hat. Haben Sie schon mal etwas fallen gelassen und dann auf den Boden geschaut und es war weg? Sicher? Warum? Es ist nicht einfach weg. Dieser Typ, ich habe gesehen, wie ihm ein Lineal runterfiel und dieses Ding, es war unter seinem Schreibtisch, es schnappte es sich einfach und fraß es. Und dann ein paar Tage später hat es ihn gefressen. Es hat ihn in einem Stück heruntergeschluckt. Nun, danke. Mich wird sich hinaus begleiten. Abschlusserklärung. Herr wurde freigelassen, nachdem ihm ein A-Klasse-Amnestetiker verabreicht wurde. Es ist besorgniserregend, dass Herr Aussage darauf hindeutet, dass sich SCP-870 in großen Ballungszentren aufhält. Weitere Untersuchungen sind im Gange. Anhang 870-1. Ich persönlich glaube nicht, dass die schizophrenen SCP-870 wirklich vollständig sehen können. Sie können es einfach mehr sehen als wir. Wir sehen es nicht, weil unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, es zu sehen. Bei den Schizophrenen ist das Gehirn nur ein kleines bisschen anders verdrahtet und sie können es nur ein kleines bisschen besser sehen. Diese Dinger haben die perfekte Tarnung und wir können sie einfach nicht durchschauen. Dr.